Nachdem uns beim letzten Mal eine Katze überfallen hat und uns den Aufzugknopf weggenommen hat, bin ich mir sicher, ist Luigi nicht so gut, auf dieses Thema zu sprechen. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Ja, das ist eigentlich auch alles, was ich dazu groß zu sagen habe. Wir wurden beim letzten Mal von einer pinken, lilanen Katze überfallen und die hat uns den Aufzugknopf wieder straight up aus dem Aufzugknopf-Panel rausgerissen. Und ja, das war halt nicht so gut. Und wir sollten der Katze, oh ja, da ist er, nach Möglichkeit auch direkt mal hinterher rennen. Ja, Geld nehme ich mit. Okay, wunderbar. By the way, ich habe neue Mikrofoneinstellungen, falls das noch nicht aufgefallen ist. Selbst wenn ich hier ein bisschen leiser reden sollte, solltet ihr mich eigentlich noch ganz gut laut verstehen können. Und wenn ich laut sein sollte, sollte es nicht zu laut sein. Ist das nicht schön? So, wo ist die Katze jetzt wohl hin? Fragen sich manche und ich erkläre es euch. Wir können mit der wunderbaren Düsterlampe die Spuren der Katze verfolgen. Was es um einiges einfacher macht, dieses Viech zu finden. Und die Kameras sind kaputt. Ja, passiert. Und Geister existieren, aber die können hier gar nichts. Komm. Hinfort mit euch. By the way, die Kamera läuft immer noch. Die blinkt nämlich rot. Ja, ich find's voll cool, wie es so verschiedene Dinge gibt, die ihr in Hand nehmen. Der eine war jetzt ein Cowboy-mäßig, wahrscheinlich aus einem Filmset, was wir nicht gesehen haben. Also, kann sein, dass irgendwie noch Backstage sonst wo Filmsets gibt, in denen gerade ein Cowboy-Film gedreht wird. Wer kann das schon so genau sagen? Und der eine hat mich mit einem Hummer geschlagen. Das akzeptiere ich. Okay, jetzt wird erstmal Daddy das Katzenwesen gesucht. Hier drinnen. Dass wir in die Häuser rein können, wissen wir ja schon. Das haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen ausprobiert. Ah, da ist er auch rausgehüpft. Wunderbar. Okay. Beruhig dich. Ne. Ah ja, genau. Was wir jetzt tun müssen, ist die Katze sich an uns ranschleichen lassen. Und wenn sie ihren Angriff tätigt, so, müssen wir uns umdrehen und die Katze einsaugen. 1, 2, 3 und 4. Mit einem Herz überlebt, das finde ich, aber mit einem Geisterpunkt überlebt, finde ich nicht gut. Woher kommen diese Blubberblasen, die da aufsteigen? Fragen über Fragen. Ganz genau. Ja, Luigi, das sehe ich auch so. Ist einfach durch die Wand abgehauen. Ja, dann würde ich sagen, steppen wir da doch auch, hallo, auch durch. Da, dankeschön. Da oben. Bitte komm da runter, lass mich nicht nach da. Kann ich einfach abpassen, so mäßig? Nee. Scheinbar nicht. Das heißt, Luigi stellt sich wunderbar nach hier oben. Und Herr Kollege Van Luigi-san. Meine Frage ist, kommt das Ding trotzdem angelaufen? Ja, und auch da wird es wieder irgendwie größer. We will see. By the way, falls manche Dinge vielleicht zu laut sein sollten heute. Oder wie auch immer, ich übersteuere, wenn ich zum Beispiel sehr leise, aber trotzdem es zu laut ist. Das wird sich dann vermutlich in der nächsten Folge geklärt haben. Also, hoffe ich zumindest. Hä? Nach unten? Ja, aber hä? Nach unten geht's ja noch nicht. Oder vielleicht doch. Wie ihr wisst, ich kenne das Spiel schon, deswegen weiß ich, dass wir mit dem Aufzug jetzt erstmal eine Etage nach unten fahren müssen, da sich tatsächlich dort die Katze befindet. Und
Das Ding müssen wir auf ganz entspannt pömpeln und umwerfen, um es von den komischen Dingern zu befreien. Die pink sind tatsächlich, also pinke Irrlichter. Dann ist es nämlich wieder ganz normales. Wie auch immer. Und insgesamt liegen hier 4 Kugeln rum. Und ich habe einen Fußball, mit dem schieße ich hier oben. Die Klappe habe so viel dazu. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Aufzug erstmal nach unten in die Öko-Haus-Etage. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann sein. Dann würden wir nämlich dort vermutlich Daddy das Katze wiederfinden. Ja, oder auch nicht. Es ist fachmännisch richtig, der Katze zu sagen. Ja. Der andere, Herr Kollege. Da steht er doch. Hör auf, hier in mein Aufnahmestudio reinzukommen. Das geht ja mal gar nicht hier. Was ist denn los mit euch? Also, ist ja schlimm. So. Kann ich den Aufzug jetzt nochmal aufmachen? Wundervoll. Wir fahren nach unten und verfolgen Katze im Ökohaus. Ja, jetzt kommt ja erstmal wieder so eine lange Aufzugsszene, in der wir runterfahren. Ja, ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich hoffe tatsächlich, dass das mit dem Ton alles klappt. Ich habe es jetzt mal kurz getestet, eine 5-Minuten-Aufnahme gemacht und getestet, wie sich verschiedene Klanghöhen und Klangtiefen, also wenn ich zum Beispiel tiefer rede oder wenn ich mal wieder diesen hohen Typen raushole, wie sich das anhört. Oder auch wenn ich einfach lauter rede, ob sich das anders anhört, wie wenn ich leise rede. Weil ich möchte ja, dass das Voice für euch relativ ähnlich bleibt. Ja. Es soll ja abgesehen davon, dass es halt von leiser nach laut wechselt, soll ja eigentlich nichts anderes passieren. Und da bin ich mir noch unsicher. Ich werde sehen, ob ich das Feature drinnen lasse oder ob ich es rausstreiche. Aber ich glaube eher, dass ich es drin lasse, weil ich das echt, echt cool finde, wie es mir das Leben im Schnitt auch vereinfacht. Weil häufig ist es so, dass ich im Schnitt teilweise manche Passagen lauter machen muss. Okay. Weil ich sonst einfach manche Dinge nicht verstehe. Und oder weil ihr manche Dinge nicht versteht, weil ich einfach so richtig leise rede. Und dieses Problem wird dadurch behoben jetzt, dass einfach der Upscale Equalizer Kompressor oder wie auch immer es heißt, gibt keinen deutschen Namen dafür, also noch nicht, dass sich der tatsächlich so ein bisschen darum kümmert und mir mein Leben einfacher macht. Und das finde ich natürlich super. Und ich hoffe, ihr auch. Ich bin, by the way, immer noch ein bisschen heiser. Für mich ist heute tatsächlich Sonntag, der 5. Februar. Mal gucken, wann dieses Video kommt. Ich vermute mal ganz stark am Mittwoch übernächste Woche. wo ist die Katze hin? Straight up hier durch. Und nach oben, habe ich das richtig gesehen? Heißt, hier ist keine Katze? Nee. Heißt, wir müssen direkt weiter nach oben laufen. Ach ja, meine Lieblingsetage, wie ihr wisst. Müssen wir noch ein zweites Mal hindurch. Aber ist nicht so schlimm. Denn hier können wir diesmal ein bisschen schneller durch. Und das ist doch entspannt. Ich höre 1 Kettensäge. Irgendwo ist hier scheinbar was. Habt ihr es gehört? Hä? Aber wo ist denn jetzt die Dings hin? Bin ich mal wieder lost? Hä? Also, hier ist irgendwas dahinter, aber hä? Ich dachte vielleicht, dass die Katze... Oh, wir können ja auch nach unten, gell? Vielleicht befindet sich die Katze auch hier unten.
Nee, das ist nur für das Rohr. Hä? Wir steppen jetzt nochmal eine Etage nach unten, um zu gucken, wo die Katze hin ist. Weil scheinbar da, also da, wo ich denke, dass sie hin ist, ist sie scheinbar nicht hin. Deswegen hätte ich gesagt, rennen wir doch mal nochmal ganz kurz nach unten und schauen, wo die Katze denn aus diesem Zimmer heraus verschwunden ist. So, hier war die Katze zuletzt drin. Warum? In dieser Blume drinne, die wir bestimmt vorher schon 10 Mal aufgemacht haben. Und jetzt ist sie wohin? Nach draußen. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ich folge der jetzt. Nicht wie hier schön. Nach unten, richtig? Nee, hier kam sie nach oben. Und jetzt ist sie durch die Tür wieder nach draußen. Hä? Ich bin maximal verwirrt nur noch. Hier was. Ich gehe nochmal zurück in den Raum. Zum 10. Mal jetzt. Nee. Also. Die Katze ist gerade wieder nach draußen gegangen. Durch die Tür, durch die sie auch reingekommen ist. So. Wenn ich jetzt hier nachverfolgen will, wo sie hin ist, ist sie scheinbar nach unten gegangen. Aber das kann ja nicht sein, weil die Spuren führen nach oben. Also. Ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht check oder so. Aber. Oder ist sie jetzt da drinne? Das ist kompletter Müll. Ich glaube, hierhin muss ich. Ja, jetzt schleicht sie sich an. 1, 2, 3. Wundervoll. Voll hier schön gegenhalten und 1, 2, 3, 4. Das ist tatsächlich so ein bisschen schwerer, als ich jetzt erwartet habe, tatsächlich. Aber das ist ja auch gar kein Problem. So, wir wieder gucken, wo sie lang ist. Hier durch die Tür hindurch. Und hier dann. Nach oben. Okay. Jetzt können wir weiter nach oben gehen. Es ist tatsächlich ein bisschen stressig, hätte ich gesagt. Also so wie das Ganze gehandelt wird mit dieser Katze. Ist meiner Meinung nach bisher die schwerste Passage im Spiel. Auch wenn es eigentlich nicht so schwer ist, kann auch sein, dass ich mich einfach nur ein bisschen schlecht angestellt habe. Aber wer bist du denn jetzt? Einfach ein neuer Geist. An dem müssen wir beide Zungen saugen und einmal herumwerfen. Dann ist er auch down. Ganz entspannt. Macht halt immer wieder auf Dauer Schaden. Je länger wir brauchen, mit Guigi ihn zu blitzen. Ich sehe die. Ja, da geht jetzt Wasser rein. Ah, nee, wir sollen wahrscheinlich... die Wassermelone hier, die große, auf die kleinen drauf und dann, hallo, so, und dann ja, warum jetzt aber tatsächlich das Wasser wieder ausgegangen ist, verstehe ich nicht so ganz, aber das akzeptieren wir einfach, ja, von wo, von da? Das heißt, ich stelle mich in die Richtung hin. Warte, bis das wunderbare Viech angreift. Und wir saugen es ein weiteres Mal ein. Haben wir es geschafft? Nee. Wieder nur einen der 3 Schwänze eingesaugt. Aber da ist der Aufzugknopf. Oh boy.
Oh, sag ich, wie ist? Finde ich gut. Yes. Yes. I did it. Ja, das heißt, wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg nach unten laufen. Und ich würde sagen, das tun wir auch. Auf ganz entspannte Weise. Also die Katze hat den Aufzugknopf... Also ich habe es richtig verstanden. Die Katze hat den Aufzugknopf gegettet. Ist damit weggerannt. Hat, wenn wir sie geblitzt haben, 3 Schwänze bekommen. Und wenn wir die alle 3 einsaugen, dann wirkt sie den Aufzugknopf hoch. Storytelling on point, Nintendo. Aber nun gut. Das soll ja jetzt hier nicht abwertend sein. Denn 99% an dem Spiel ist gut. Außer, dass es zu kurz ist. Und vielleicht weirde Katzen in dem Spiel sind. Aber ich... Also, ja. Wir sollten einfach weitermachen. So. Hier schon wieder der Ausgang. Wunderbar. Das ist gar nicht so die große Etage, wenn man nicht die ganze Zeit von riesengroßen Ananassen... Ist das die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Und von einem komischen Gärtner aufgehalten wird. Dann ist das relativ entspannt, sogar von unten nach oben zu kommen. Der Gärtner hat uns nur unnötig aufgehalten. So. Kommen wir dazu, den Aufzugknopf ein weiteres Mal einzusetzen. Die Nummer 9. Ich würde gerne wissen, für welche Etage? Für das Museum. Warum denn nicht? Let's go. Ich sag's, wie es ist. Museum ist, glaube ich, eher eine kürzere Etage. Was nicht bedeutet, dass die Folge hier nicht unter 30, 35 Minuten abgehen wird. Ich bin mir sicher, dass wir mehr als 10 Minuten für die Etage brauchen werden. Aber ich denke, tatsächlich nicht, dass das allzu anstrengend wird. Und da wären wir auch schon. Sieht doch recht spannend aus. So. Ich glaube, hier weiß ich auch so ziemlich, wo die ganzen Juwelen sind. Je weiter die Etagen vorschreiten, was passiert, desto mehr Ahnung habe ich, wo die Juwelen sind. Hier ist auf jeden Fall eins. Da fehlt ein Ei. Das vermutlich unsichtbar ist, richtig. War da ein Juwel drin? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Na, auf jeden Fall war Geld drin. Aber erstmal kein Juwel. So. Sollen wir erst den Boss machen und dann hierher zurückkommen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Oder wir holen zuerst die Juwelen. Wobei der Boss ist halt schon cool. Und das ist Sass. Ein versteckter Tresor hinter einem Dinosaurier. Habe ich auch privat zu Hause natürlich. Und ein weiteres Juwel. Hier werden wir die Juwelen relativ schnell finden, weil wir schon auf der Karte sehen könnt. Da vorne ist schon das sind zwei Räume. Wir haben hier einen Flur. Und wir haben den Raum hier, wo wir sind. Und der Flur endet halt in einem größeren Raum. Ob der Flur deswegen als zweiter Raum zählt, ist relativ. War hier nicht irgendwas? Wir sind jetzt schon einmal rum. Ich glaube, viele Juwelen können wir auch erst später bekommen, tatsächlich. Wenn wir was haben, um diese Glaskästen aufzubekommen. Du siehst auch sehr sass aus, Herr Kollege. Also hier ist auf jeden Fall noch eins drin. Vorne links ist auch noch eins. Das ist nur unsichtbar, das weiß ich. Und sonst, ja, würde ich sagen, öffnen wir diesen Vorhang und schauen, was sich dahinter befindet. Ich werde mich in der Zeit ausblenden, weil es eine ziemlich epische Sequenz ist. Ich werde auch nichts sagen, deswegen bis gleich.
Ja, ich gehe dann mal wieder. Das Skelett hat sich bewegt. Also, ich... Nee, eigentlich ungern. Aber da ist ein Toad. Baba, rette mich! Ich komme, ich bin unterwegs. Oh, auch wenn ich nicht wirklich... Da wird auf ganz entspannt außen rumgelaufen. Das fällt auf jeden Fall unter die Kategorie epischer Bosskampf. So, wir müssen den guten Kollegen Büschen abschießen. Und zwar auf die Brust. Ganz genau. Das Ding ist, wir brauchen diese Eier, um auf ihn zu schießen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir nur noch eins und der nimmt das erste immer in den Mund. Und was soll ich jetzt tun? Wieso respawnt das da nicht einen Zentimeter früher? Ich weiß nicht, ich glaube, Igitt gibt uns gleich einen Hinweis, also hoffe ich zumindest. Soviel ich weiß, ist es nämlich nicht gerade das Einfachste, das herauszufinden. Ah, doch, doch, ich erinnere mich. Doch, doch, ich kann mich erinnern. Und zwar... Fluigi. Den kann er nämlich auch essen. Und dann wird er wieder gehittet. Ja, das magst du nicht, wenn du Eier ins Gesicht kriegst. Nee, bloß nicht. Hör auf damit. Ja, und damit hat er sich von der Stange befreit und das finde ich jetzt ja nicht gut. Hör doch auf! Aber tatsächlich können wir trotzdem was gegen ihn tun. Denn mit diesen Rippen können wir auf den guten Herrn schießen. Ach du meine Güte. Ich bin schon wieder weg. Oh mein Gott. Boah, das habe ich gespürt. Wundervoll. Wie viel davon noch? Jawollo. Der war doch. Oh, uiuiui. Komm. Ist er das? Das war's. Wunderbar. Let's go first try. Also, hallo. Das steht so nicht in meinem Vertrag drinne. In meinem Vertrag steht, dass der Kampf jetzt hier vorbei... Hallo? Herr Kollege? Nein. Hallo? Nein, geh doch weg. Bitte, da... Ja, okay. Ja. Blenden können wir ihn nicht, weil er den Knochen hat. Oh, das war perfektes Timing. Oh mein Gott. Okay. Ich schätze mal, dass dieser nette Herr... Und aus gewissen Gründen, vermute ich, weiterhin angreifen wird. Deswegen, Hey Kollege, du kannst auch gerne deinen Ultraschlag aufladen. Ja, ja. Ey, wie hier alles rumfliegt. Habt ihr gerade die Knochen gesehen? Strong. 2, 3, 4. Okay, nur 4. Da wurde es mittendrin abgebrochen. Das ist wieder mal Vision.
gescriptet. Aber auch er wird von mir aus dem Leben gezimmert. Wundervoll. Und wir können nun zu dem wundervollen Toad gehen und ihn retten. Hoffe ich zumindest. Hallo? Ich habe gehört, das geht ganz einfach. Ganz easy und ganz schnell. B2. Scheinbar was im Keller, wenn ich das hier richtig herauslesen kann. Aha, du hast einen weiteren Toad gerettet. Formidable, Luigi. Bringen wir ihn hier bei mir im Labor in Sicherheit. Geh mit ihm zum Aufzug, und zwar schnell. Ey, ich bin schon unterwegs. Dürfte ich vielleicht vorher noch das ein oder andere Juwel einsammeln? Ich weiß gar nicht, ob es hier in dem Raum welche gibt. Das müsste man vielleicht auch mal austesten. Aber, soviel ich weiß, gibt es... Ach nee, wir müssen ja... Ja, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen unnötig hin und her gelaufen. Denn wir brauchen diese Rippen, um sie auf das Glas zu schießen. Und ja, hier liegen auch gerade noch welche rum. Damit wir an das ein oder andere Juwel noch drankommen. Wie viele haben wir? Haben wir 2 oder haben wir 3? Also 2 weiß ich garantiert, wo sie sind. Und das dritte, keine Ahnung. Also hier ist 1. Das sammle ich auch gerne ein. Wundervoll. Mama, kannst du mich jetzt zum Aufzug bringen? Nee, wir müssen erst noch Juwelen einsammeln. Die sind ein bisschen wichtiger als dein Leben. Also sag ich. Ist ja, also... Ja, legitim, das zu sagen, oder? Ah, ja. Okay. Dann hier vorne ist tatsächlich auch 1. Und zwar ein unsichtbares. Meiner Meinung nach ein bisschen schwer, wenn man das nicht weiß. Aber jetzt auch nicht das Schwerste. Also, von der Etage auf jeden Fall das Schwerste. Aber insgesamt meiner Meinung nach nicht das Schwerste, wie wir jetzt finden. Uns fehlen noch 2. Das ist gut, weil ich habe keine Ahnung, wo ich noch 1 herkriege. Ich glaube, wenn man den da oben abschießt, gibt es nur Geld. Nee, der hatte doch ein grünes. Okay. Aber wo sich das letzte befindet, weiß ich tatsächlich gar nicht. Da würde ich sagen, gucke ich mich doch mal noch ganz kurz 2 Sekunden mit diesem wunderbaren Rippenstück hier um. Und da bestimmt nicht. Was war hier drinne? Auch nur Geld. Ach, sieh mal einer an. Ein wunderbarer kleiner Kristallgeist. Ist das nicht schön? Museum Juwelen komplett. So will ich das. So ist doch wunderbar. Niemand beschwert sich darüber. Jeder will, dass das so läuft. Das finde ich gut. So, schicken wir den Toad doch jetzt noch ganz kurz nach unten ins Labor. Und dann würde ich sagen, ist unsere Arbeit in dieser Etage auch schon getan. Baba, ich fahre jetzt nach unten. Guck mal, ich kann alleine schon Aufzug fahren. Baba! Ja? Hello? Nun denn, Luigi. Jetzt fehlen noch ein weiterer Toad, Prinzessin Peach und Mario. Die Hälfte ist geschafft. Viel Glück. Dankeschön. Und ich will hier ganz schnell weg. Hier gewittert es mir zu sehr. Ich hoffe, in der nächsten Etage wird es nicht so schlimm. Aber mal gucken. B2. Eine untere Etage. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Die ich... abgrundtief hasse, meiner Meinung nach, die schwächste Etage von allen. Die Wasseranlage. Und Guys, wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat,
Lasst ein Like da und abonniert den Channel, dann verpasst ihr die nächste sehr spaßige Folge auf jeden Fall nicht. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Leute, das war mega cringe.